Hallo zusammen, wir machen heute Puddingplunder. Ich finde, alles, was mit Hefeteig und Vanillepudding zu tun hat, schmeckt einfach immer richtig gut. Ich starte direkt mit dem Rezept. Ihr findet wie immer alle ganz genauen Mengenangaben hier unten in der Infobox. Und ich starte jetzt hier mit meinem Mehl. Ich habe hier die volle Ladung, 500 Gramm. Ich werde aber nicht alles reingeben, denn wenn ihr einmal zu viel Mehl in den Hefeteig gebt, dann ist es meistens schon zu spät. Daher, also nachgeben kann man immer, daher so ein bisschen was zur Seite legen. Es kommt natürlich auch immer auf das Volumen der Eier an, wie viel ihr da benötigt. Da gebe ich jetzt Trockenhefe mit dazu. Ihr könnt auch frische Hefe verwenden, die dann in die lauwarme Milch gleich einarbeiten, falls ihr frische Hefe verwenden würdet. Aber Trockenhefe habe ich zum Beispiel immer da. Und dann könnt ihr auch schon die nächste trockene Zutat dazu geben. Das wäre dann Zucker. Und ich gebe noch eine sehr, sehr gute Prise Salz mit rein. Einfach, weil das nochmal den süßen Geschmack ein bisschen hebt. Das verrühre ich jetzt einmal kurz mit dem Schneebesen, damit es sich gut verbindet. Dann wird da einfach eine Mulde, ich habe hier einfach saubere Hände. Heute nehme ich nicht die Küchenmaschine, sonst mache ich das gerne. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber ich wollte euch einfach zeigen, dass es auch mit den Händen geht. So, da kommt jetzt lauwarme Milch mit rein und Öl. Dann nehmt ihr einfach ein neutrales, entweder Sonnenblumen oder Rapsöl, das gebt ihr mit dazu. Und wenn ich nichts ver... Ah, die Eier, okay, die Eier gebe ich noch mit dazu. Dann nehme ich aber jetzt nicht alles, sondern nur das Eiweiß. Das Eigelb heben wir uns auf. Eins für den Vanillepudding und das andere zum Bestreichen. Und Eiweiß macht den Hefeteig auch nochmal so ein bisschen fluffiger. Daher verwerte ich das einfach und gebe das hier mit rein. Und danach könnt ihr aber kneten. Beim Hefeteigkneten mache ich so, dass ich mir zwischendrin, während ich knete, einmal die Hände waschen muss, damit wieder alles so auf Reset ist und ich den Teig so ein bisschen besser fühlen kann. Und dann gebe ich das, also ich gebe es auf die Arbeitsfläche. Ich persönlich finde es dann im Anschluss so ein bisschen einfacher, als jetzt in der Schüssel weiter zu kneten. Und gebe dann wirklich immer nur peu à peu ein bisschen Mehl mit dazu. Denn wenn ihr zu viel Mehl dazu gebt, dann ist es einfach zu trocken. Und wenn sich, das sage ich immer wieder in meinen Hefeteig-Videos, aber in dem Fall ist es wieder so, wenn sich euer Hefeteig wie euer Ohrläppchen anfühlt, einfach mal fühlen, es ist komplett identisch, richtig crazy, dann ist er fertig. Der darf ganz leicht, also er klebt nicht mehr so wirklich, sondern ja, so minimal. Also man hat das Gefühl, okay, ganz, ganz leicht vielleicht noch, aber jetzt nicht so, dass da irgendwie noch Mehl fehlt oder das super, super klebrig ist. Und ich nehme jetzt hier noch mein Backtrennspray, weil ich jetzt auch nicht zusätzlich unnötig viel Mehl nochmal in meine Schüssel und auf den Teig geben möchte, weil ob man will oder nicht, das arbeitet sich ja auch in den Hefeteig ein. So, jetzt schön luftdicht verschließen und wenn ihr Zeit habt, eine Stunde gehen lassen. Wenn ihr keine Zeit habt, sind 45 Minuten auch okay, an einem warmen Ort, wo kein Durchzug herrscht. So, wir machen jetzt in der Zwischenzeit schon mal unsere Puddingfüllung, die darf dann nämlich anschließend auch abkühlen. Und zwar haben wir hier Milch, da gebe ich jetzt nicht alles in meinen Topf, er hat es noch ausgeschaltet, ein bisschen was. So um die, ich kann so schlecht schätzen, so um die 6-7 Esslöffel lasse ich mir jetzt hier noch beiseite. Da rühre ich jetzt Speisestärke ein. Das ist so ein bisschen wie, ihr kennt das doch, wenn ihr auch fertigen Vanillepuddingpulver kauft, dann ist das doch auch so, dass man das Pulver erst so ein bisschen in die Milch einrührt. Das hilft einfach, dass sich das später besser verbindet und ihr das nicht zu schnell erwärmt und dann Klümpchen erhaltet. Das ist übrigens eine super, super tolle Wahl hier, weil... Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich versuche es jetzt ohne zu kleckern hier reinzubekommen. Beim Backen ist natürlich ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht so viel daneben kleckert, weil da ist es ja grammgenau abgewogen. Anders als beim Kochen. Ach, da, was habe ich mir hier angetan? So, den Rest hole ich mir jetzt gleich mit dem Teigschaber noch raus. Aber ich kann ja schon mal für euch weitermachen. Und da kommt jetzt noch das Eigelb mit rein. Das hat sich jetzt hier so ein bisschen verfangen. Das eine Eigelb ist ein bisschen zerlaufen, aber das nehme ich mir hier einfach raus. Das kommt hier mit rein, macht was mit der Konsistenz und ihr bekommt diese typische Vanillepuddingfarbe. Das verrühren wir hier einfach vorab, klümpchenfrei. Und ihr könnt jetzt hier zum Topf schon mal Vanilleextrakt geben. Ich meine, es ist ja Vanillepudding, also da nicht geizen, wobei das schon sehr hoch konzentriert ist. So, Vanilleextrakt ist drin und Zucker für die Süße. Und dann wird es einfach nur erwärmt. Ihr merkt es auch, wenn da so ganz kleine Bläschen sind. Es wird dann schön warm und dann gebt ihr einfach hier unser Gemisch mit dazu. Das müsstet ihr kurz vorher auch nochmal verrühren, weil
in den ein, zwei Minuten, wo die Milch erwärmt wird, wird es hier auch nochmal, also die Stärke setzt sich dann auch schon wieder auf den Boden ab. Daher kurz vorher am besten auch nochmal rühren und dann mit dazugeben. Den Pudding dann unter ständigem Rühren einmal aufkochen lassen, dann merkt ihr auch schon, wie schnell der eindickt. Ich habe das jetzt hier schon direkt umgefüllt und direkt an der Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken, damit wir keine Haut haben. Es soll ja Menschen geben, die mögen Puddinghaut, was mir bis heute ein Rätsel ist, aber das brauchen wir in diesem Fall wirklich nicht. So, das lasse ich jetzt auch kurz abkühlen, dann warten wir auf den Hefeteig und dann geht's weiter. So, die Ruhzeit ist vorbei. Der Hefeteig wird jetzt in 8 gleichmäßig große Teiglinge geteilt. Oh, der ist richtig fluffig, der Teig. Und ich mache das jetzt einfach, ja, nach Gefühl. Ich könnte jetzt auch eine Waage nehmen und das alles gleichmäßig viel wiegt, aber ich finde, das geht jetzt auch ganz gut mit der Teigkarte. Hier einfach in der Mitte, dann nochmal jeweils in der Mitte und dann nochmal in der Mitte. Und dann haben wir 8 Teiglinge. Und der Rest ist jetzt sehr, sehr easy. Wir werden die Teiglinge hier zu Kugeln formen. Also ich nehme mir dann immer einen Teig von außen und ziehe den so in die Mitte, bis ich eine runde Form habe. Und dann mache ich entweder in den Handinnenflächen das Ganze nochmal kugelrund oder ihr legt das mit der unschönen Seite nach unten auf die Arbeitsfläche und dann könnt ihr das in der Hand, im Handballen quasi so ein bisschen hin und her rollen. Und dann habt ihr quasi eine wunderschöne Kugel. Die geben wir jetzt direkt auf unser Backblech und dort darf das dann auch nochmal 10 Minuten entspannen. Das war's. So, nach 10 Minuten Entspannung unterm Tuch, ganz, ganz wichtig, sonst trocknen sie nämlich aus, können wir schon weitermachen. Und zwar mache ich es jetzt so, dass ich einfach mit den Fingern nochmal erstmal flach andrücke und dann nehme ich mir ein Glas, also irgendwas Rundes, was ihr da habt, und dann geht ihr da nochmal richtig rein. Jetzt rühre ich mit ein bisschen Druck. Wenn ihr merkt, dass der Teig sich wieder zusammenzieht, hat er sich noch nicht genug entspannt. Dann könnt ihr einfach nochmal mit dem Tuch abdecken lassen, aber so passt es jetzt bei mir. Und da kommt gleich gleichmäßig unser Pudding rein und den Ofen habe ich auch schon vorgeheizt auf 170 Grad Umluft, weil ich möchte gerne 2 Bleche gleichzeitig backen. Sonst könnt ihr auch 180 Grad Ober- und Unterhitze nehmen. Dadurch, dass wir jetzt auch bei Umluft backen, Leute, ist es umso wichtiger, dass ihr das Hefegebäck mit dem Eigelb bestreicht, weil sonst wird es total trocken, weil Umluft bläst ja nochmal Luft in den Ofen und ich möchte ja nicht, dass das trocken wird. Im Gegenteil, das soll ja schön fluffig schmecken und da wirkt ihr einfach entgegen und außerdem macht es halt nochmal wirklich eine schöne Bräune. Bei mir haben die Plunderteilchen jetzt 18 bzw. 19 Minuten gebraucht. Also schaut nach 18 Minuten mal, ob sie braun genug sind. Sie sollten nicht zu dunkel werden. Und jetzt sind die bei mir abgekühlt bzw. ganz, ganz leicht minimal warm noch. Und ich gebe jetzt Puderzucker oben drauf. Und dann ist das Rezept auch schon fertig. Ich muss sagen, das ging echt schnell. Das erstaunt mich gerade ein bisschen. Ich habe das nämlich lange nicht mehr gemacht und dachte so, ja, ich brauche jetzt eine Weile, aber das ging echt klar. So, dann sehen wir uns gleich zum Taste-Test wieder. Gönnung! Ich habe die Puddingteilchen, ich habe ein Cappuccino, hier ist sogar noch so ein halbherziges Herz drauf. Also ich habe es nicht verlernt und jetzt gönne ich mir, ich beiße einfach direkt rein für euch. Mmh. Oh, es ist lecker. Kannst du mal ran, weil man sieht so richtig die Poren, diese Porung ist ein Traum. Und genauso wie es aussieht, schmeckt es auch. Also so richtig von außen ganz dünn. Und ganz leicht diese Kruste, aber im positiven Sinne, das schmeckt super gut. Und dann beißt ihr euch
in diesen warmen Hefeteig. Also hier ist bei mir noch lauwarm und der ist ultra fluffig. Die schmecken auch kalt, aber ich gebe euch einen Tipp. Ihr könnt sie auch am nächsten Tag zum Beispiel ein paar Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. Und eigentlich muss ich mich jetzt noch durch diesen Puddingkern beißen. Oh, das mache ich jetzt auch noch. Ich esse euch jetzt ein Vorbild. Ihr könnt das ja auch sofort nachmachen. Oh, Leute, macht's nach. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ein Cappuccino dabei und ich verabschiede mich jetzt von euch und sage bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Lasst ein Abo da, Leute, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, dass wir bald mal die 700.000 knacken. Ich habe das Gefühl, ich habe überall Puder zu kaufen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß im Nachmachen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.